Escape schließen. Und dann können wir den nämlich nicht bloß den Helm von darüber ballern, sondern gleich durch den Helm in die Rübe. Ne? Erscheint mir ziemlich praktisch. Können wir jetzt das Lasergewehr? Wie war es mit V, ne? Die Steuerung ist echt widerlich. Ach, können wir gar nicht. Wo geht's raus? Ah, die Tür ist jetzt offen. Z-Slab. Okay, wir gehen jetzt mal zu Z. Meine Schießanlage. Ja, war cool. Ah, gut gemacht. Ja. Wir haben es einfach drauf. Herr Blaskowitsch, Ihre Frau Anja? Sie hat nach Ihnen gesucht. Oh, ja. Anja hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Das Ah, ist in okay. Carolines Zimmer. Kennen Sie die Käfer, Herr Sett? Ja, na klar. Wie bitte? Mond, Mond, ja. Vereint wir sind, die Band, die Käfer. Haben Sie deren Musik schon mal gehört? Musik? Wollen Sie, dass mein Kopf explodiert von dieser sogenannten Musik? Ja, Sie komm. können gut singen. Ja, können Sie. Und Sie sehen gut aus. Und natürlich. Das ist doch nicht schlecht, oder? Nein, ist nicht schlecht. Johann mag ich am liebsten. So geheimnisvoll. Oh, sehr geheimnisvoll. Ich erinnere mich an die Liebe. Ganz vage. Die Gespräche, geil. Mutter mag keine Fantasie. Sie hat meine Hochzeit schon arrangiert mit dem Sohn des Leiters der Geheimpolizei in Berlin. Das ist fantastisch, fantastisch. Ich weiß kaum was über ihn, nur dass er viel Okay. schwitzt, immer Was? Golf spielt und nach Zwiebeln riecht. Was? Ich hasse Zwiebeln. Aber Ihre Mutter hat Ihnen doch jetzt nichts mehr zu sagen, oder? Sie können sich auf romantische Abenteuer einlassen. Tun Sie es einfach. Ja. Das stimmt wohl. Mond, Mond, Ah, jetzt singt sie wieder. Mädchen, tun Sie mir einen Gefallen und wir sind unter dem still, immer nur großen am Klappern. Porsche. Was? ich weiß gar nicht, wer. Tut mir leid. Die Sigrunengel, die wird von einer deutschen YouTuberin gesprochen. Ich habe aber vergessen. Zum Lesen halten. Wie sie heißt. Egal. Eine Notiz eines unbekannten Regimewissenschaftlers, Professor Pfinkeln. Nach dem katastrophalen Misserfolg der sogenannten Krakoenten-Experimente mit genetisch generierten Tierhybriden wechselt man zu einer plumperen Herangehensweise. Ich werde hier Ihnen das neue Experiment beschreiben. Der Kopf von Subjekt A wurde vorsichtig entfernt, in einem Tank mit der von dem Forschungsteam in Paris entwickelten Konservierungsflüssigkeit platziert. Der Körper von Subjekt B, der mit der gleichen Flüssigkeit konserviert worden war, wurde dann aus dem anderen Tank genommen und auf Verbindung vorbereitet. Was ist? Daraufhin wurde der Kopf von Subjekt A am Hals von Subjekt B befestigt. Es traten Bewegungen auf, die schienen jedoch eher reflexartiger Natur zu sein. Leider gab es keine Anzeichen dafür, dass Subjekt A bei Bewusstsein war. Das Experiment wurde mit dem Beschluss abgebrochen, dass weitere Forschung nötig sein würde. Vor allem werden weitere Pergamente benötigt, um die fehlenden Puzzleteile zu ergänzen. Dass die Notiz ist prüfverfirmiert und unvollständig. Am Rand steht in Setzschrift, muss sich um die Was der konische Theorem handeln, werden nachforschen. Was? Kann ich den Zettel oben genau sehen? Nee. Muss einen kleinen Schluck trinken, ey. So, Achso, wir sollen jetzt zu Anja. Was? Was zum Lesen? Diary, Sets Tagebuch. Oh, das ist interessant.
5. April, was für ein schöner Tag. Die Leute haben immer allerlei Fragen über die Darts Issued gestellt. Sie versuchen zu verstehen, was das sehe ich ein, aber es ist für sie nicht leicht. Ich muss ihnen wie mit Kindern reden, das komplexe, esoterische auslassen. Die Da'at Issued sind eine uralte mystische Organisation. Wir bestehen länger als die großen Weltreligionen. Wir sind Denker, setzen Mathematik ein und bauen Gerätschaften, um in Verbindung mit Gott zu treten. Sowas in der Art. Ich wurde als kleiner Junge eingeschworen und auch ich hatte anfangs Schwierigkeiten, die Da'at Issued wirklich zu verstehen. Nein, wir wollen nicht die Welt kontrollieren. Nein, wir wollen den Planeten nicht mit überlegener Technologie zerstören. Ja, die Da'at Issued sind jedem gegenüber offen. Nicht überlegen, dass jedem gegenüber offen, der neugierig ist und Gott erreichen möchte. Aber woran sie nicht, was aber waren sie nicht Uhrmacher, Herr Roth? Nein, ja, manchmal der Uhrmacher war vor langer Zeit meine Tarnung vor dem Krieg. Tja, nun vielleicht verstehen Sie es doch alles irgendwann. Jetzt lockt mich der Schlaf, dem werde ich mich ergeben. Ja, so, wollen wir schauen. Achso, wir sind so an, ja, ne? Shooting Range, Armor Depot, White, BJ Anya. Ist sie in ihrem Zimmer? Ah, ne, sie ist in Carolines Zimmer, ne? Wyatt? Der ist immer noch hier drin. Das müsste ja dann unser Zimmer sein. Aber wir brauchen nur was zu essen, ne? Fürs Schwein. Wo kriegt man das denn am dürfsten? Aber wo ist Carolines Zimmer gewesen? Hier zum Hangar, Sets Lab, Club Wiesenauer. Was ist denn Helm? Helm? Achso, Kommandozentrale. Der tot ist. Wer führt uns jetzt an? Macht vielleicht Wyatt. Doch nur als eine Übergangslösung, bis wir jemand passenderen gefunden haben. Nein, Wyatt kann das. Ich gehöre ja nicht gerade zum Inneren. Doch, der Wyatt, der kann das. General Engel zerstört Versteck amerikanischer Terroristen. Washington, 24. Juni 1961. Ein offizieller Sprecher des Ausmerzers gab gestern bekannt, dass General Engel erfolgreich ein Versteck gesuchter Terroristen in den Rocky Mountains nahe Denver zerstörte. Die feigen Terroristen waren seit Jahren auf der Flucht, nachdem sie bei einem Bombenanschlag auf eine amerikanische Mittelschule 58 unschuldige Kinder töteten. Bei dem von General Engel befehligten, äußerst präzise durchgeführten Bombardement wurden alle Terroristen getötet. In einer Pressemitteilung dankte General Engel unserem geliebten Kanzler für seine ewige Weisheit und seinen Rat, die Region in der Nähe von Denver zu untersuchen. Weiterhin teilte sie mit, es patriotischen Bürgern zu verdanken sei, dass die Terroristen ausfindig gemacht werden konnten. Es ist wichtig, dass wir die unerwünschten Elemente aus unserer Gesellschaft entfernen. Wie lange ist denn das? Damit wir im Frieden leben und nach der Größe greifen können, die uns bestimmt ist. So General Engel in einer Ansprache zu Beginn ihrer Terroristenjagd, die vor einem halben Jahr begann. Jemand hat mit blauen und gelben Wachsmalstiften eine alberne Brille, einen großen Schnurrbart und eine Pfeife auf das Gesicht von General Engel gemalt. Ja, das macht Sinn. So, mal ganz kurz gucken, dass hier alles funktioniert. Ach, hier ist auch Kabel ins Zimmer, okay. Was gibt's denn hier? Gar nichts. Hier gibt's ekelhafte Texturen. Sieht irgendwie komisch aus. Was wieder hoch? Ein paar Bilder. Alter, wirklich? Das habt ihr hier hängen? Ach, Killing Board. Ja, aber das kann ich ja nicht wegnehmen. Das müssen wir noch erledigen. Irene Engel, Ranggeneral, Alter 56, Dienstjahre 29, Größe 175
60 cm, Gewicht 62 Kilo, Blutgruppe 0, negativ, Ehegatte keiner, Kinder 5, männlich, ein weiblich. Okay, wir haben ja einziges weibliches Kind hier. Okay, das ist interessant. Bedeutende Leistungen, ehemalige Anführung der Nachwuchstruppe in Berlin, ehemalige Anführungstruppe der Nachwuchstruppe Germaniens, leitete von 48 bis 60 die Lagerkommandantin des Lagers Selo. Ja, da haben wir sie auch, ich habe sie dort kennengelernt, ich weiß es gar nicht. Hat im Februar die Wiesenauer Terrorzelle in Berlin gefasst. Naja, was heißt gefasst, ne? So. Anja? Da liegt was. Das ist das Carolins Tagebuch, was hier liegt. Und am Bett. Sollen wir das lesen? Ich meine, das ist doch schon fast ein bisschen... Okay, komm. Da, Carolins Tagebuch. Nachdem BJ General Strasser getötet und die Gefangenen befreit hatte, war die Forschungsabteilung des Regimes lahmgelegt. Es hat ihre Fortschritte in der Technologieforschung verlangsamt. Falls er aufwachen sollte, werde ich ihn immer wieder daran erinnern, dass wir ihm auf ewig dankbar sein werden. Das Regime ist demoralisiert, gedemütigt, aber es genügt nicht. Wir brauchen mehr. Die Pariser Mission war in gewisser Hinsicht ein Erfolg. Es war der erste Schritt, mit dem wir an Boden gewonnen haben, um es global mit dem Regime aufnehmen zu können. Ich wünschte bloß, dass ich Yuna irgendwie helfen könnte. In den letzten Tagen ist der Ausmerzer beunruhigend nahe gekommen. Ich muss mit Seth darüber sprechen. Ah, vielleicht hätten sie ein bisschen eher drüber reden sollen. Aber da kann ja keiner wissen, dass in Sektion F noch Haufen Soldaten sind, die sich da unten verstecken. So, Anja, was ist denn los, Anja? Ich weiß, du bist traurig. Oh, William. Ich kann sie immer noch hier riechen. Ja, die hat ja auch hier gepupst, Schatz. Ich habe Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Ich kenne ihren Aufenthaltsort. Redest du für mich mal mit Wyatt? Ich wollte was von ihm, aber er kommt nicht aus seinem Zimmer. Ach, komm schon. Wir müssen alle versammeln, um den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir haben New York fast erreicht. Okay, das machen wir mal. Was soll ich ihr beibringen, dass ich ihnen bald folge, Carolina? Dass sie zusehen muss, wie ich dahin sichere. Aber vielleicht weiß sie es ja schon. So wie ich. Ach komm schon, wir schaffen das. Wir sollen zu Wyatt. Oh Gott, das ist doch groß hier. Ja, hi. Und du nimmst deine Pillen, hast du gehört? Mehr drücken. Mehr runter. Hier geht's zur Kantine. Vielleicht findet man in der Kantine was zu essen fürs Schwein. Oder hier hinten. Sieht aus wie so ein Vorratsraum hier. Ich weiß nicht, wo wir was zu essen fürs Schwein finden. So, Kantine. Guten Tag, Captain. Ja. Wiesenau. Wir müssen da irgendwo in der Kantine, muss es doch was zu essen für das Schwein geben. Und hier gibt es einen Haufen Essen. Der Herd ist auch an. Und keiner ist da. Interessiert keinen. Was? Open 12 Stunden? Irgendwas mit den anderen 12? Dann gibt es Unfälle. Das ist so nicht in Ordnung. Okay. Was? Halas de Leon? Ah, Kartoffeln. Ein paar Kopfhörer, okay. Also jemand wird ja wahrscheinlich zum Kartoffelschälen verdonnert. Jetzt können wir doch 100% das Schwein füttern. Sieht echt cool hier aus. Alles in Ordnung? Ja, ja, passt schon, danke. So, wollen wir noch mal gucken, wie wir jetzt wieder zu unserem Quartier kommen. War das nicht hier hinten irgendwo, wo es dann lang geht? Hier ist noch verschlossen, okay.
Wo sind denn die Schilder? Club Wiesen, Setzab, Hangar. Angenehm, Captain Blaskovic. Ja, nimm deine Pillen. Oder müssen wir runter? Hä? Aha, genau. Max Haas, Wyatt und BJ Anja. Max Haas. Hier müsst ihr. Hier wohnt Pick. Wieso ist Pick eigentlich 1000 nicht ausgezeichnet? Na komm, liebes Schweinchen, na komm. Bitte Rosa. Ja, Mission abgeschlossen. Na? Max? Ihr seid beste Freunde, hä? So, Bombarde. Wo wohnt denn Wyatt? Muss er auch. Achso, da hinten ist schon markiert. Wyatts Tür öffnen? Okay, wenn wir Wyatts Tür öffnen, geht's weiter. Hallo, wir sind einen riesen Umweg gelaufen vor und wir hätten einfach hier durchgehen können. Na gut. Sigrun Engel. Die sehr gern die Käfer hört. Na gut, dann wollen wir das mal beenden, ja? Was hat er denn da gefunden? Wie läuft's, Cap? Ich bin durch mit Carolines Notizen. Die New Yorker Widerstandsgruppe versteckt sich ganz oben auf dem State Building. Set? Ja? Ich schätze, in der großen Höhe ist die Strahlung auszuhalten? Ja. Jedenfalls können wir da nicht einfach mit unseren Regime-Hubschraubern hinfliegen, sonst holen sie uns runter. Können wir den Kontakt wieder aufnehmen, ihnen sagen, dass wir kommen? Ich habe nachgesehen, aber in Carolines Notizen nichts darüber gefunden, wie man sie kontaktiert. Dann müssen wir wohl zu Fuß dort rein. Uns persönlich vorstellen. Zu Fuß? Die Stadt ist noch vom Niederschlag durch die Atombombe des Regimes verseucht. Ich meine, die Strahlung wird ohne Schutzanzug tödlich sein. Also hier. Diese Rüstung hier schützt vor Radioaktivität. Dann sind sie hier wohl allein. Na, komm schon. Wieder ich? Sonst ja auch. Bombarde kannst du bringen. Ja, natürlich, Boss. Kann ich helfen? Der Flick von weit, Alter, geil. Und dann weiter, geradeaus. Sieh eins drauf, Mädchen. Hey, Großer. Pass auf die Krokodile auf. Krokodile? Krabbeln unter New York nicht lauter Krokodile rum? Keine Ahnung, ich bin aus Texas. Großer Gott. So, 9 ungelesene Tutorials. Ja, das ist gut zu wissen. Tschüssi! Frau, Kinder, ihr schreit nicht mehr. Aber ich höre euch dennoch. Na, wie sieht's denn hier aus? Okay, wir sind aus wie ein Schiff, wo wir jetzt drauf sind. Aha, okay. Wollen wir das ausblenden eigentlich? Wie war das mit G? Ne, mit G können wir uns unsere Entfernung noch mit anzeigen. Dann okay. Da müsste ja eigentlich voll sein, oder? Ne. Können wir das Ding ja nicht mehr aufladen? Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Ach, Krabben. Das scheint ein Krabbenkutter gewesen. Was? Nachtanken? Woran? An dem Ding? Ja, also tanken wir den jetzt mit Diesel. Na gut. Macht ja auch ein bisschen Sinn, ne, bei dem Namen.
Himmel erreicht, das ist sehr schön. Guck erstmal hier. Boah, der Anzug sieht echt cool aus, den Carolyn uns gelassen hat. Also sie hat ihn uns ja nicht freiwillig gegeben in dem Sinne, ne? Wirklich, wir ersticken in dem Anzug? Ach komm schon. Ja. Na gut, egal. Geh mal hoch. Würde ich sagen, machen wir uns mal die Tür auf hier. Hallo. So. Sieht aber echt nice aus. Wir uns da mal wieder ein bisschen heilen. Du könntest dich bestimmt von innen aufspringen. Was lässt sich von innen aufspringen? Ist? Was war das? Achso. Ja, das hat nicht ganz so geklappt. Guten Tag. So. Mit erreicht. Manhattan. New York heißt das jetzt. Geil. Cap, die Verbindung ist schlecht. Gehen Sie durch die Stadt bis zum State Building und achten Sie auf. Auf was? Mir ist ein bisschen schwindelig, Cap. Achten Sie auf die Suchtrupps des Regimes, wollte ich sagen. Alter, das sieht übel aus, Alter. Alter, das sieht echt krass aus. Die Wolkenkratzer, die einfach von der Explosion zerrissen wurden. Alter, echt übel. Ja, das ist schon... Boah, komm schon. Jetzt schon? Überall Zeug. Jetzt scheint es hoch zu gehen, oder? Oh, da steht einer rum. Entschuldigung. Nur aber eigentlich deinen Kommandanten. Ah, fuck. Okay, den haben wir ausgeschalten. Oh, hallo. Guten Tag. Huch! Aber das schlagen jetzt schwere Rüstung. Oder generell Rüstung. Hallo! Das macht sich echt bemerkbar. Oder die haben keine Rüstung an. Das kann auch sein. So, können wir jetzt hier hoch? Geht das? Okay, nice. Hätten wir die umgehen können, ein bisschen. Hey. Wird das nicht einsammeln? Das sieht irgendwie sehr deplatziert aus. Alter, warum die alle her? Oh, wir haben gerade das Bild versaut. Tut mir jetzt aber leid. Okay, das geht nicht. Komm, bleib liegen, bleib liegen. Huh.
Hallo. Munition. Rüstung. Have you taken your German lessons? There you come, Doc. Oh, vielen Dank.